good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamer TV ist für die und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Squad Builder von mir. Im Hintergrund seht ihr genauso wie letztes Mal das Team schon. Nicht so wie wir es sonst immer machen. Heute machen wir das wie beim letzten Squad Builder. Und wie beim letzten Squad Builder ist auf die Aufstellung 4-3-2-1. Und wie euch auch vielleicht auch schon aufgefallen ist, sind drei Spieler dabei, die wir letztes Squad Builder auch hatten. Nämlich einmal zu einem Jerome Boateng, Dennis Diekmeyer und Ilkay Gündogan von Dortmund. Drei deutsche Spieler aus der Bundesliga. Warum habe ich die wieder drin? Weil sie mir einfach ziemlich gut gefallen. Vor allem Boateng und Diekmeyer sind richtig starke Verteidiger. Aber wir beginnen wie immer mit den Torhütern. Vorweg muss man nochmal sagen, das Team kostet... Jetzt muss ich kurz überlegen, das habe ich schon vor einer Woche oder so gebaut. Eigentlich kann man den Preis auch dann zusammenrechnen, aber ein paar Spieler sind auch schon ein bisschen älter in meinem Verein. Ich glaube, das kostet 100.000 Münzen, müsste das kosten. Ich gucke das nochmal nach auf Foothat und gebe das in einem Titel an, werdet ihr auch sehen. Aber ich glaube, das kostet 100.000 Münzen. Im Tor haben wir Sirigu von Paris Saint-Germain, auch schon öfter wahrscheinlich im Squad-Builder gewesen, weil er einfach richtig, richtig gut ist. Habe ich am 2.10. für 13.500 Münzen gekauft. Jetzt ist er wahrscheinlich nur 2.000 Münzen wert oder so. 60 Spiele hat er schon bei mir gemacht, 1,92 groß, 85 Hechten, 87 Reflex und 84 Positionsspiel sind ziemlich gute Werte. Gehen wir weiter in die Innenverteidigung. Linker Innenverteidiger ist ebenfalls von Paris Saint-Germain. David Luiz ist diese Saison ja von Chelsea zu Paris Saint-Germain gewechselt. Sehr schnell, 77 Tempo und gute Defensivwerte. Genauso ist sein Passen und sein Dribbling gut, 1,89 groß. Und ich kann euch sagen, der ist richtig gut. Ein richtiges Tier da hinten drin. Genauso wie sein Partner Jerome Boateng von Bayern München. Die beiden Innenverteidiger sind einfach nur hammerkrass. Wenn man jetzt für David Luiz vielleicht noch Thiago Silva hatte, aber ich denke mal, das ist kein großer Unterschied, weil David Luiz auch einfach nur heftig ist. Boateng hat genau das gleiche Tempo wie David Luiz mit 77 Tempo, 1,92 groß, 83 Defense, 82 Physis. Kostet 20.000 Münzen oder so, ich weiß es nicht genau, weil ich ihn ja letztes Mal im Pack Opening gezogen habe. Außenverteidigerpositionen werden besetzt durch Felipe Luiz, Linksverteidiger, 82 Tempo, geht in Ordnung. Kostet ca. 15.000 Münzen auf der PS3, PS4. Seine Arbeitszeiten sind nicht so gut. Mitte wäre besser als Hochmitte. Arbeitet ein bisschen mehr nach vorne. Aber das geht eigentlich schon. Ist ein Spiel mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Hat auch noch gute Defensivwerte und 76 Passen und 78 Dribbling. Rechter Verteidiger ist wie gesagt Dennis Diekmeyer von Hamburger Sportverein. 90 Tempo, 1,88 groß. Ist zwar teuer, aber... Naja, teuer, das geht schon einigermaßen in Ordnung. Und 90 Tempo ist einfach nur richtig schnell. Und dann noch so groß, gewinnt Kopfballduelle. Also ein richtig starker Rechtsverteidiger. Und die Verteidigung muss ich jetzt mal richtig loben, weil das ist im Moment die beste Verteidigung, die ich je gespielt habe. Die räumt einfach alles ab. Ich habe mit denen, wie viele Spiele habe ich mit denen gemacht? Kann ich hier einmal nachgucken. 4 Spiele habe ich damit gemacht, mit diesem Team. Und ich habe kein einziges Gegentor bekommen. Habe 1-0 gewonnen, 1-0 gewonnen, 2-0 gewonnen und 3-0 gewonnen. Und kein einziges Gegentor. Die Verteidigung ist einfach nur richtig krass. Die kann ich euch wirklich mega empfehlen. Und jetzt gehen wir aber auch weiter ins Mittelfeld. Linker ZM ist ebenfalls von Manchester City. Oder haben wir schon einen? Ne, haben wir noch gar nicht. Der erste Manchester City-Spieler und der einzige auch. Nämlich Fernandinho, richtig starker Roundwerte. Den habe ich auch schon richtig lange, hat schon 24 Spiele gemacht, also einer meiner Lieblings-ZMs, weil er einfach richtig starke Around-Werte hat. Hat auch schon 3 Dinger bei mir gemacht und 4 Vorlagen. In der Mitte spielt Matic von Chelsea, kam von Benfica vorletzte oder letzte Saison, weiß ich nicht ganz genau. 80 Defense, 85 Physis und ich muss euch sagen,
das ist ein Tier. Der räumt echt genauso wie die Innenverteidiger oder die Verteidigung alles ab. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, auch wenn er nur 67 Tempo hat, ist er trotzdem richtig, richtig stark. 4800 Münzen, 1,94 groß. Als mittlerer ZM oder als ZDM ist er einfach nur richtig stark. Einfach nur mega. Einer der besten ZMs oder eher gesagt zentrale defensive Mittelfeld spielt er ja defensiv, hat auch Arbeitsrate nach hoch hinten. Also einfach nur hammer krass, den muss man ausprobieren für diesen Preis. Der letzte ZM ist Ilkay Gündogan, wie ich schon erwähnt. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Ist eher einer, der vorne mitwirken soll. 80 Tempo, 86 Dribbling, 83 Passen, sehr starke Werte. Kostet auch nicht so viel, 4000 Münzen. Hat zwar nur ein Tor und drei Vorlagen gemacht, aber das geht schon in Ordnung. Und ja, Mittelfeld kann man auch nicht meckern. Ist mir auch nur positiv aufgefallen. Vor allem die Defensivleistung von den drei. Und jetzt kommen wir zu den drei Angreifern, nämlich zu einem André Schürrle. Inform Zoran Tosic, der einzige Inform im Team, wie schon gesehen. Und vorne spielt oder stürmt Dumbia von ZSKA Moskau, genau der gleiche Club wie Tosic. Beginnen wir mit André Schürrle. Arbeitsraten gehen in Ordnung. Sehr schnell ist er, starker Schuss und gutes Dribbling. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 13.500 Münzen hat er vor einem Monat gekostet. Und ja, ist eigentlich ein solider linker Stürmer. Also der geht schon klar, ist halt schnell und das braucht man halt als linker Stürmer, linker Flügel. Rechter Stürmer ist Tosic in Form, 90 Tempo ist schneller als Schürrle. Und 80 Schuss und 86 Dribbling. Kostet über 30.000 Münzen auf der PS3, PS4, 4 Stände Skills hat auch noch, was auch ziemlich gut ist. Hochmittelarbeitsraten. Sehr starker Spieler, kann ich euch wirklich empfehlen. 4 Spiele, 4 Tore. Richtig geiler Inform. Und dann kommen wir zum letzten Spieler von diesen Squadbuilder hier, nämlich Dumbia. 93 Tempo, Stürmer, richtig schnell unterwegs. Der schnellste in diesem Team. Hat wie Schürrle vor. 4 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Skills. 1,78, ja. Wäre noch größer, wäre es noch geiler, so wie Emenik oder Iebabo. 82 Schuss, 73 Physis und 82 Dribbling. Geht völlig in Ordnung. 2000 Münzen hat er mir gekostet. Super Stürmer. Wie viele Tore hat er schon gemacht? Ja, 4 Spiele, 2 Dinger hat er schon geknipst. Das Positive habe ich jetzt schon genannt, die Verteidigung ist bombenmäßig, also einfach nur die krasseste Verteidigung, die ich bisher gespielt habe. Aber ich muss nochmal kurz sagen, das ist meine Formation ist es nicht, weil die rechte und linke Außenbahnposition fast nie besetzt ist, also ganz außen, so wie linker Mittelfeldspieler und rechter Mittelfeldspieler, weil es halt linker Stürmer und rechter Stürmer sind, also Schürrle und Tosic. Aber das geht schon in Ordnung, aber das ist das Negativste, was mir so aufgefallen ist an den Spielen. Aber sonst ist das Team einfach richtig krass. Kostet, glaube ich, 100.000 Münzen, seht ihr auch in der Titelbeschreibung oder in der Beschreibung von diesem Video. Und dann würde ich mich wie immer über 10 Likes freuen, wenn wir die 10 Likes knacken. Dann kommt in den nächsten Tagen wieder ein Squad-Builder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.